Aloha hi, meine lieben Freundinnen und Freunde, willkommen zurück beim Tor von Baldi mit dem lieben El Daniel Bert. Du überraschst mich immer wieder aufs Neue mit dieser fantastischen Begrüßung, mein Lieber. Ich gebe mir allergrößte Mühe. Apropos, soll ich dich mal schubsen? Nein. Wir haben jetzt verschiedene Wege. Wir haben nämlich jetzt rausgefunden, wie wir einander die Kolleginnen und Kollegen zuschicken können. Ja. Und jetzt läuft hier Daniel Bert mit Astarium Bert herum und ich mit Schattenbertin. Was wäre deine präferierte Wegbeschreibung? Grundsätzlich führen, glaube ich, alle nach Rom. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. Womit das irgendwie Sorge bereitet. So hoch. Und wenn einer von uns irgendwo runterfällt, dann... Okay, hier ist irgendwie nichts. Hier ist erfolgreich einfach gar nichts. Okay, perfekt. Es gibt also auch Wege, wo wirklich einfach gar nichts ist. Ne? Führen nicht nach Rom. Damit haben wir einen auf jeden Fall schon mal ausgeschlossen. Man kann schon an ziemlich viele Orte hin und so. Das macht, ja, das... Ja, und wie unten zum Beispiel gibt es auch Orte, wo man halt auch nur hinspringen kann oder ne, die so ein bisschen versteckt sind. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal links zuerst. Highground und so. Oh. Und er ist unverletzt. Ich glaube, im Gegenteil, er ist verletzt. Er sieht ziemlich eingequetscht aus, irgendwie. Komme ich hier hoch? Nee. Du hast ja deinen Hammer bereit, falls er irgendwie Hammer bereit. Dummheit macht. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Mitleid? Nee, irgendwie nicht so. Wie siehst du das so? Ich weiß nicht, der hat uns einen Wurm ins Auge gemacht. Ja, und die letzten zwei Leute, die mir einen Wurm ins Auge gemacht haben, also mir war ich nicht so wohlgesinnt. Das ist falsch. Nein, du solltest wütend sein, oder nicht? Ja, du fühlst Hass. Und du deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Auf seine Gedanken konzentrieren oder den Moment ausnutzen und dich befreien. Also ich bin nicht intelligent, das weiß ich. Wie sieht's mit deiner Intelligenz so aus? Ich hab... Oh, Intelligenz habe ich viel tatsächlich. Aber ich bin nicht an ihn herangetreten. Ja. Yep. Aber hätten wir das machen können, dass du rantrittst und dann kommst du hier eigentlich in dieser Cutscene? Ja. Das würde gehen, ne? Ja. Okay, dann hau ich mal ab. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Ne. Einen langsamen Tod überlassen. Dann könnte ich, das wird jetzt vermutlich nicht gehen, dich noch herantreten lassen. Irgendwie. Glauben, oder? Charakterauswahl? Nee. Wenn ich jetzt... bei dir könnte ich jetzt an Dialog teilnehmen. Was? Ich bin, bei mir stehe... Okay, warte mal, was? Bei mir stehst du immer noch da. Ich kann nur sie nehmen und mit dir jetzt rumlaufen. Sie kann jetzt rumlaufen, okay, aber er ist noch im Gespräch. Okay. Dann würde ich ihn mal... Ich weiß nicht. Das wäre aber, glaube ich, auch ein gutes Gefühl, wenn man es selber in die Hand nimmt. Irgendwie... Ja.
müsste ich jetzt meine Schuhe putzen. Schädel. Trank der Geschwindigkeit. Ja, einmal genommen und schon gehe ich nur noch. Der hat... der hat ihm nichts genützt, der war nicht schnell genug. Nee, irgendwie nicht. Den haben wir hingemacht. Das wird uns noch nicht zugutekommen. Hat es hier noch irgendwo etwas? Alt, hat er gesagt. Nö. Ja, dann. Ich höre etwas. Ja. Ich nehme schon mal High Ground. Oh, das Feuer. Ah, hier brennt es noch. Okay. Kann man drüber springen vielleicht? Ich weiß aber nicht, ob es auch aufhört von sich aus. Hopp. Easy. Bringt die jetzt auch mit? Ich habe nur die Sorge, ah ja, dass wir jetzt irgendwie weitergehen und etwas verpassen. Das wird zwangsläufig irgendwann passieren, dass man was verpasst. 100%. Zerstörte. Wir haben jetzt schon was verpasst. Schon? Ja, ja. Verwenden Rainy Bird. Kann ich die? Ich habe doch irgendwie so eine Art Diebeswerkzeug. Nein, irgendwie hatte ich doch so Fallen ein Reparatur-Dings irgendwas. Boah, ich weiß nicht, ob du die noch mal... Aber das dürfte dann wohl ein Hinweis sein, dass es hier Fallen geben kann, ne? Das kann gut sein, ja. Dann willst du Astarion-Bert mal vorausschicken? Du könntest deine Katze vorausschicken. Oh, Moment. Wie gut, dass da eine Schaufel drin steckt. Und? Kann ich? Kann ich. Schaufel immer gut dabei zu haben. Cool. Gold, Heiltrank und ein Bronzekelch. Nice. Nehme ich. Die Holztruhe nehme ich nicht mit. Oder irgendwie sieht hier alles nach Fallen aus. Aber keine Angst, dein Charakter kann die vorher möglicherweise entdecken. Weil mein Charakter eben eine Maschine ist. Na Spaß. Was haben wir hier? Seine beste Eigenschaft, also seinen Hut leider fortgegeben, aber... Ja, verstehe ich. Er ist auch so eine Wucht. Oh, hier hat es Menschies da oben. Teufelsmenschies. Direkt mal. Sollen wir da mal mitreden? Intervenieren, ja, jetzt ja. Lass mal gucken. Hallo. Zoru was right. Yellow is a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Ah, die kennen wir doch. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you? Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Sie ist immer ziemlich aggro, muss ich sagen. Ja, ja. Wir könnten die Tieflinge angreifen. Also was ich jetzt sehr gerne jetzt zuerst mal sagen würde, ist, würde es sehr fordernd. Irgendwie so. Ach so, ihr gegenüber direkt? Ja, wir kennen uns ja auch noch nicht so lange irgendwie. Ja,
Ja, hau ich rein. Though you never speak them aloud. I know what grows inside you, and I know of a cure. Sie lügt. Remember how keen Klasse. She was to leave me to die in the Nautiloid? We can't trust her. Sie lügt. Stimmt, wir haben ja die dabei, die oben in der Kammer saß. Mhm. Sie hat dann gesagt, lass sie verrotten, ja. Mehr oder weniger, ja. Konflikt. Aber wir sind einfach zu gutherzig. Wir versuchen, sie zu täuschen. Okay. Aber die kennen uns ja überhaupt nicht. Die werden sie sicher nicht einfach uns überlassen. Mal schauen. Charisma. Charisma. Oh, verdammt. Shit. Das hat ja super funktioniert. No. I'm not leaving this fiend with a stranger. Kill then. Schießt sie runter, wir müssen sie töten, bevor sie Leid anrichten kann. Aber da, also das glaub, ist ja auch ein bisschen krass. Ich glaube, das führt beides zum Kampf. Mhm. Aber wenn wir sagen, schießt sie runter, heißt das dann, sie stirbt? Oder heißt, schießt sie runter, lasst sie runter? Weiß nicht, wie hoch das ist. Was machen wir denn? Hey, du wolltest taktische Kämpfe haben. Wir gehen weg. wir greifen die Tieflinge an. Let's go. Okay. Unser Zug, hm? Tatsächlich. Dann. Was macht sie denn eigentlich so? Hat sie auch fernkampfmäßig? Nee. Lenkendes Geschoss. Boah, es ist ziemlich viel auf einmal. Wunden verursachen. Was ist das krasses? Abbild beschwören. Ich schieße einfach mal mit Pfeil und Bogen auf ihn. Sometimes the only way out is through. Guter Schuss. Danke, Buddy. 20. Da machen wir die hinne. Schaffe ich das? Nee. Aber ich könnte noch mit der Flöte ein kleines Lied spielen. Oh, bitte mach das. Genau. Ach, ich hätte doch. Feuerpfeil, das klingt auch cool. Dann brennt er nachher ab. Für sie wäre das schade, aber ach, lass mal ballern. Vielschlag, das mag ich aber gar nicht. Was kann er denn so, der Typ da hinten? Der er kann, was ich gerade eben auch gemacht habe, sich gut verstecken. Und ich versuche jetzt einmal zu umlaufen, falls sie so lange noch leben. Okay. Ja. Schlag. Reicht das? Von der Zeit her? Ja, es sind ja beides Bogenschützen, also wäre es eigentlich nicht so schlecht, wenn wir da hingehen. Ja, versuche ich einfach. Oha. Oh. Was? Ah, du hast dir bewusst. Okay. Und dann mache ich noch eine Flöte. Hatte noch etwas Energie. Der Disrespect ist ja da. Oh mein Gott. Du knüppelst deine Frau zu Boden. Und dann noch schlechtes Auftreten. Oh nein. Oh Gott. Ja, so wird hier geknüppelt. Was kann ich denn? Ich kann mit ihm halt nur supporten, heilen. Komm, dann heile ich dich einfach. Du stehst ja da mitten im Gefecht. Kannst du ihm keinen Knüppel zuwerfen? Nee, ich habe halt nur... Ich könnte jetzt rangerannt kommen, aber das schaffe ich in dem Zug nicht. Bis dahin habt ihr da vorne es im Griff. Untote vertreiben hilft nicht.
Die kann ich noch segnen? Dann segne ich dich noch. Ah, dafür bist du zu weit weg. Dann gehe ich ein bisschen näher ran und segne dich dann. Danke für die Segnung. Gehe ich noch ein bisschen ran und segne dich dann. Lass mich raten, du gehst noch ein bisschen ran und segnest mich dann. Ich hab's nicht verstanden. Wie geht denn das? Segne bis zu drei Kreaturen. Ach so. Dann segne ich dich und sie und mich. Ja, du bist ganz schön der Segner, Junge. Segen. Danke für die Segnung. Die segnet, heißt du. Ich frage mich gerade, kann ich jetzt, wenn ich jetzt den Dornhagel nehme, okay, ist nicht gerade sinnvoll, ich bin nahe dran, pipapo, kann ich mir auch einfach den Dolch durch den Wanst rammen, aber wie lange müsste ich hier warten, bis ich es nachher wieder verwenden kann? Dafür müssten wir rasten. Und das oder was steht da unten? Steht nichts davon. Nee, dann kannst du es direkt nochmal machen. Also das kannst du dann anscheinend... Meinst du, das wäre sinnvoll? Ich meine, ich stehe direkt neben ihm. Das steht ja, also du kannst es auswählen und dann steht ja auch eine Wahrscheinlichkeit. 35% wäre nicht sinnvoll eigentlich. Ich glaube, dann machen wir hier der Fleisch in zwei Züge. Ja, komm. Standard. Kielschlag. Was bist du denn für ein Assassin? Was? Oh Mann. Schön. Athletisch fehlgeschlagen. Okay. Das mit dem Fehlschlag ist so ein bisschen nervig. Zwei Züge. Schild des Glaubens. 10 Züge. Meine Fresse. Ah, das ist, wie lange sie verzaubert ist. Vermutlich. Ja, okay. Bezaubere eine Humanoide, damit dich nicht angreift. Du bist außerdem Charisma von mir. Nein. Haupthandangriff, ja, das wird ziemlich sicher sein, dann. Aber der kann doch nicht viel machen, der ist benebelt. Oh ja. Er ist benebelt? Ja, der hat so Sterne im Kopf. Ah ne, das ist sie. Entschuldigung. Alles gut. Ich hatte Perspektive. Da gibt's mal noch ein Schild dazu. Easy. Ja, nicht mehr allzu viele Ressourcen, aber wie ein schlechtes Auftreten. Oh Gott. Ich muss das unbedingt noch lernen. Das ist ja unglaublich. Hat der zweimal fehlgeschlagen? Ja, wegen der Segnung wahrscheinlich und so weiter. Und meinem souveränen Auftreten. Ich bin ja immer noch dran. Am Flöten. Was soll das denn? Oh, das kann ich nicht machen. Dann hau ich dem einfach einen rein. Oder ich hau ihm keinen rein. Schubs. Oh, ich gehe hier oben. Ich gehe hinter ihm. Ah, nee, ich bin schon. Flötet einfach da. Wow. Dem hast du aber ganz schnell eine reingeknallt. Ich will es jetzt mal sehen. Oh, sah geil aus. Wie viel Leben hat er noch? 2. Das heißt, für mich ganz klar. Mein Geheimagent ist immer noch am Schleichen, denn. Das war vielleicht nicht die smarteste Idee. Und dann hier der Standard ins Gesäß. Jawollo. Aber die andere ist ja jetzt nur in Anführungs- und Schlusszeichen. Wieso schlecht? Da kommt der angeschlichen. Die andere ist ja nur bewusstlos. Was heißt das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach mal alles gelootet. Ja, ich habe ihn gelootet. Ich kann sie nicht werfen. Du könntest sie weiter angreifen, ne? Also die ist auf 1, theoretisch, ich weiß nicht.
3 bis 8 Schaden. Also noch kannst du sie nicht in deine Tasche stecken. Wenn sie tot ist, könntest du. Ich weiß dann auch nicht, ob sie ob sie möglicherweise petzen geht, wenn wir sie liegen lassen. Wir wurden angegriffen von einem wahnsinnigen Flötenspieler. Tötet den Panda. Entschuldige. Ich habe sie hinne gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, ja, ich habe es verfolgt und für gut empfunden. Auch wenn ich nicht will, dass das irgendwie auf meine Natur zurückfällt, dann. Aber, ja. Ich glaube, so eine Art Karma-System geht es hier nicht. Es gibt halt nur, wenn es jetzt jemand gesehen hat, dann ja. Aber ich glaube, bis auf die Frau da oben im Käfig. Und die hat das ja auch gewünscht. Also. Gut, und wie kriegen wir die jetzt da runter? Blöde ich glaube, du könntest mit ihr reden. Ah, das wäre eine Möglichkeit. Slow to respond. Unsurprising. Enough gawking. Get me down. Wo bleiben eure Manieren? Sagt bitte. Never. Hat sie gerade gesagt, niemals? Yeah. Ja, dann bleibt die da. Wirklich? Ja. Also. Weißt du noch damals, als ich dir erzählt habe, dass Nauri und ich einen davon getötet haben, von den Hauptcharakteren? Ja. Das ist sie. Ah, echt? Ja, wir haben die gekillt. Ja, die bleibt da. Wir legen also Wert auf Höflichkeit. Auf Kinderstube. Ja. Gut. Schön haben wir sie befreit, aber wir haben sie auch nicht befreit. Wir haben die befreit haben, getötet, aber wir lassen sie auch da oben. Das wird uns mal zum Verhängnis werden. Aber sie hat niemals gesagt. Habe ich das richtig gelesen? Ja. Okay, ja, dann kann sie da verrotten. Gut. Auch das mit der langsamen Reaktionszeit, habe ich mir gedacht, das ist schon ziemlich grenzwertig. Aber ja, dann bleibt sie da. Cool. Wo gehen wir hin? Ich sehe, es ist nicht die Standardeinstellung. Naja, also sie wäre theoretisch auch ein weiterer Companion. Tja, da bin ich viel lieber mit dir unterwegs. wir könnten jetzt, wenn du Fähigkeiten hast, die man nur bei einer Rast wiederbekommen kann, könnten wir eine lange Rast machen. Und das bedeutet dann was genau? Wir gehen zum Lager. Das ist dann so ein separater Ort, wo wir schlafen können und dann ist ein neuer Tag und dann sind wir wieder ausgeruht und frisch. Okay, was ist der Nachteil daran? Gar nichts. Können wir das so oft machen, wie wir wollen? Ja. Ja, dann rasten wir jetzt alle 5 Minuten. Cool. Du hast genügend Lagervorräte, um bei einer langen Rast Trefferpunkte und Zauberplätze wiederherzustellen. Let's go. Ah, tatsächlich, doch, eine Sache, aber es ist kein Nachteil wirklich. Man braucht auch was zu essen. Ja, das haben wir ja. Wir leben im Überfluss. Und jetzt, wo wir es auch nicht mit Lazael, Bert, da austauschen müssen, das jetzt zum Beispiel finde ich völlig schräg. Wieso haben wir auf einmal ein Lager? Irgendwie, das ist echt verwirrend. Und wieso fühlen wir uns da so sicher, dass alle miteinander pennen können? Abgeschlossen, befreie Lysil. Nein, nicht abgeschlossen. Wir haben Hazel zurückgelassen. Jemand im Lager hat Gesprächsbedarf. Okay. Er hat ein Ausrufezeichen überm Kopf, aber er will nicht reden. Will er mit dir reden? Jetzt hast du mir zu hören. Kannst du auf mich klicken mit dem Ohr. So, ah, cool. We're resting here. Turning in for the night. Ihr habt noch nie im Wald geschlafen? It's all a little new to me, I admit. The night normally means bustling streets, bursting taverns. Curling up in the dirt and resting is, a little novel. Wieso?
Versuch's einfach und morgen bist du fit. I'm in no place to rest yet. Today has been a lot. I need some time to think things through. To process this. You sleep. I'll keep watch. Ich bin hin und her gerissen. Das wäre halt nicht so mega direkt. Aber dann bin ich nicht ausgeruht wahrscheinlich. Das ist doof. Dann schlafen. Umso besser. Sweet dreams. Made of these. Wir haben ja noch nicht so viel Stuff. Wir könnten zwar sterben, aber dann wäre das Spiel irgendwie fies. Oh, deine hat auch Gesprächsbedarf hier oben. Oh. Und sie hat Truhen. Das sind die Reisetruhen. Das heißt... Oh, da ist Färbemittel drin. Da kann ich meinen Drachen färben. You strike me as the reliable sort. But are you sure this is a good idea? Was ist denn eine gute Idee? Fragezeichen. Das Lustige ist, das wird sich ja jetzt vermutlich auf das Lager beziehen. Oder... keine Ahnung. Aber es hat noch niemand hinterfragt, wieso wir sie da einfach hängen lassen. Die andere? Ja, so, okay. Die Frage stellt sich nicht, jeder versteht sofort. Entspannt euch, dieses Lager scheint frei von Gefahren zu sein. Each hour that passes, the thing inside us grows. Ach, das? Ja. Ah, da war ja noch was, ja. Können wir ihr antworten? Ich denke, das Spiel hat das irgendwie einkalkuliert, dass wir nicht direkt sterben, wenn wir jetzt... Stimmt, wir müssen warme Hilfe so gut, aber es wird nicht leichter, in dieser Wildnis zu suchen. Wir sind hier im fremden Gelände, wenn wir, ne, kommen wir mehr Probleme, als wir bewältigen können. Sehr gute Antwort. Astaribet ist einverstanden. Sie ist einverstanden. Okay. Dann... lass mal rasten. Gehe ich richtig in der Annahme, dass wir nach einer Rast auch wieder bei vollem Level sind? Ich glaube, ja. Cool. Dann schubse ich dich noch kurz. Und ein freundlicher Schubser und dann gehe ich zu Bett. Das wird mir Essen irgendwann... auf. Oder muss nur ich das machen? Wie bitte? Ah, ich muss das machen. Okay. Ein anderer Spieler wird derzeit leer Lagervorräte für eine lange Rast aus. Was musst du jetzt auswählen? Ich muss von dem Essen, was wir auf Tasche haben, Sachen auswählen, die ich benutzen möchte. Ach so. Da schläft er ja doch. Der Penner. Weißt du, was mega cool wäre? Wenn wir jetzt nochmal bei diesem Käfig vorbeigehen könnten. Ja. Und so die Frage in die Richtung stellen, so aller, ist jetzt besser? Möchten Sie jetzt Danke jetzt sagen? Doch bitte sagen, ja. Genau. Cool, aber das finden wir dann in der nächsten Folge heraus, würde ich sagen. Denn wir sind schon wieder bei 28 Minuten. Schon echt cool, wie die Zeit verfliegt, wenn man den Daniel schubsen kann. Super. Sehr gut. Ja, dann mit einem mächtigen Tüdelü würde ich mich wieder verabschieden und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann.